Wir sind wieder zurück beim Let's Play von Sacred 1 und wir hatten beim letzten Mal einen Drachen besiegt. Ich habe mich mal mit ein bisschen Tränken wieder aufgerüstet und wir hatten hier keinen Schmied, nein. Gut, weil ich habe nämlich auch schon ein, zwei Runen rausgeholt, also Teile rausgesucht, zwar hier, diese. Da legen wir jetzt mal alles, was wir momentan nicht so brauchen, zum Beispiel das hier legen wir jetzt mal hier oben rein. Das hier. Hä? Nein, nein. Das hier. So, und den Ring können wir auch mal mit reinlegen, obwohl den können wir gleich mal anlegen. Dann machen wir das mal stattdessen von den hier. Der hat sich ausgedient. Verwundet ausgeteilten Schaden, genau. Und genau, jetzt gehen wir zum Drachen. Keine Zeit verschwenden. Wir hatten ihn ja fast geschafft. Nur die Sache war die, dass wir eben wirklich keine Tränke mehr hatten. Den können wir mal mitnehmen. Und jetzt müsste das eigentlich funktionieren. Eigentlich. Wir gucken mal, ob wir den jetzt schaffen. Hier haben wir gleich noch einen Trank. Nehmen wir mit. Und da gehen wir jetzt wieder den Weg hier oben lang. Außer wir finden jetzt hier noch sowas. Das nutzen wir dann natürlich gleich. So, wir sind, glaube ich, hier oben lang. Genau, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir eigentlich lang gelaufen sind. Hier ist jetzt so ein blöder Bär wieder. Die haben einfach nur extrem viel Leben. Aber Expert geben sie gar nichts. Also nicht viel. Ah, nee, hier sind wir nicht richtig. Wir müssen nochmal außen rum. Und hier haben wir gleich noch einen Haufen Gegner. Zum Leveln ist das hier perfekt. Zumal die auch wirklich, wenn man jetzt nochmal neu startet, was ich jetzt auch gemacht habe, nochmal respawnen. Also die Gegenstände, die oben lagen bei den Drachen, sind jetzt weg. Ich habe nämlich nochmal neu gestartet. Die sind jetzt leider weg. Ne, die müssten noch da sein. Die Gegenstände vor der Haustür lagen, oder vor der Tür lagen jetzt auch noch da. Vom Tor. Okay, da müssten die also dann noch da sein. Wir schauen mal. Erstmal nehmen wir uns den Drachen vor. So, guten Tag, Drache. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen ausgerüsteter und wir hatten einmal hier nochmal trotzdem vorsichtshalber speichern. Kann ja trotzdem mal passieren, dass wir einfach sterben. So, Leben hat er natürlich. Ach, er hat ein bisschen regeneriert. Komm, drauf auf den. Sterb in Würde! So, die sollten wir jetzt aber schön geschickt schaffen. Ja, Leben geht runter. Unseres natürlich auch. Ich nehme mal mehr Flammenfeuer. Ich denke mal, das ist besser. Ah, den schaffen wir locker. Kritische Treffer könnt ihr natürlich öfters machen. Komm, nochmal Flammenwerfer. Vergiss es. Spielstände erstmal schnell speichern, bevor wir den hier runtersauen. Aus Versehen. Wenn ich mich jetzt einen dritten Greffer gemacht hätte, wären wir vorbei gewesen. So, jetzt machen wir hier die Attacke. Und einmal W. Und jetzt können wir wieder Spielstand speichern. So, jetzt können wir unsere Attacke hier nehmen. Und hauen zweimal auf ihn drauf. Das ist okay. So, Prozedere kennt ihr jetzt schon langsam. Attacke anmachen, draufhauen. Attacke anmachen, draufhauen. Der nächste. Was haben wir hier bekommen? Okay, der hat natürlich drei besondere Sachen und magischen Schaden noch mit dazu, aber... Nee. Wenn der natürlich jetzt in Kombination mit noch was Grünes gewesen wäre, hätte ich ihn genommen.
Aber so, nee. Nee. So, einmal hier drauf wieder. Nichts Besonderes. Und wieder laden. Einmal wieder bin laden. So. Nichts Besonderes. Wieso mache ich es dir zu leicht? So kann man das eben machen. Wenn das Spiel mir das anbietet, dann benutze ich das eben auch, um an grüne Gegenstände zu kommen. So, hier haben wir zwar drei Gegenstände, also drei gelbe Gegenstände, aber nö. Nö, brauchen wir nicht. Und hier haben wir was Grünes. Aber das ist nicht für uns. Das ist, glaube ich, für einen Dunkelelf. Kampfmagier, okay. Das können wir leider nicht annehmen, lieber Drache. Wir möchten bitte etwas anderes haben. Was für uns. Wieder nichts Besonderes. So, das ist übrigens die letzte Aufnahme. Die Chronik-Quest machen wir dann in der kompletten nächsten Aufnahme weiter. Jetzt erstmal so, dass wir wirklich eben jetzt noch den Drachen besiegen, die Quest abgeben und dann... Ja. Werde ich erstmal, weil wir haben es auch schon 20, 21 Uhr. Ich wollte eigentlich auch noch ein bisschen jetzt mal Euro Truck Simulator aufnehmen, mal antesten. Da muss ich ja nebenbei auch noch schneiden. Da sind es ja jetzt 8 Folgen, die ich schneiden muss. Na gut, 7 Folgen wollte ich. 8 sind es geworden. Ist jetzt nicht so extrem. Die eine Folge. Ist natürlich aber so, weil ich eben Sacred jetzt nur alle 2 Tage komme. Momentan ist ja so, dass ich alle Let's Plays so gehandhabt habe, dass die alle 2 Tage kommen. Bei 7 Folgen sind das 14 Tage. Bei 8 Folgen 16 Tage. Wo ich Ruhe habe mit Aufnehmen. Das war zu einfach. Das war nicht zu einfach. Ich hab's dir nur einfach gemacht, aber davor musstest du nur die ganze Zeit runterhauen. Und meine Katze jammert wieder. Die möchte wieder mit mir aufnehmen. Nee, doch nicht. Futter hat's aber heute schon bekommen. Also von daher, da brauchst du jetzt gar nicht ankommen. Die kann auch noch ein paar Leckerlis haben, ja, aber auch nicht. So... Es ist natürlich so, wenn man jetzt natürlich so eine kleine Katze hier hat und die gerade rumjammert und wir, also ich dann jetzt hier die ganze Zeit aufnehme und weiterquatsche, denkt ja, ich rede mit ihr. Und deswegen fühlt sie sich dann bestätigt und da wird das mit den Jammern immer mehr und immer mehr. Ist leider so. Nicht, dass er mir mich hier denkt, ich tue meine Katze übelst vernachlässigen oder so. Ist meistens, also ist ja natürlich so, dass wenn man jetzt eben die ganze Zeit hier rede, sie denkt, ich rede mit ihr und sie sich bestätigt fühlt und daher weiter jammert. So, aber ich kann euch versichern, meiner Katze geht es bei mir sehr gut. Sie ist ja eigentlich auch schon, oh, jetzt bin ich ans Mikrofon gekommen, seit Anfang der Aufnahme bei, ja, ist sie dabei. Und tut ab und zu mal öfters mal ihr Kommentar mit ins Mikrofon geben. Meine Katze war auch noch nie wirklich richtig krank gewesen. Sie war jetzt vor kurzem mal krank gewesen. Da hatte sie einen grippalen Effekt gehabt. Das Komische daran war gewesen, sie hat nur noch gekotzt. Kaum wenn sie was getrunken hat, also wirklich nur was Kleines getrunken hat, hat sie das wieder sofort ausgekotzt. Und ich habe natürlich dann auch mitbekommen, dass irgendwas nicht stimmt. Aber sie hatte kein Fieber und überhaupt nichts. Wirklich, sie hat sich auch normal verhalten. Sie hat mit mir gespielt. War eben nur so, sie hat gegessen oder getrunken und hat sofort wieder ausgekotzt. So, natürlich, ersten Tag habe ich mir das angeguckt, am zweiten Tag bin ich natürlich dann schon zum Tierarzt gerannt. Weil ich das eben von meiner Katze nicht kenne, dass die irgendwie kotzt oder so. Also macht sie schon, aber eben nicht so oft. Da war ja komplett alles immer voll gewesen. Und da bin ich zum Tierarzt und der Tierarzt meinte, dass sie eben diesen grippalen oder eingrippalen Effekt hat. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden, weil sie hatte kein Fieber, kein gar nichts. Sie hat ja dann auch Fieber gemessen, die Ärztin.
Und auch da hat sie gesagt, dass das eigentlich noch im Normalbereich ist. Aber da war wahrscheinlich hinten der Hals so extrem entzündet gewesen, dass die dadurch einen Würgereflex bekommen, also ein bisschen Würgereiz bekommen hat, immer wenn sie eben was getrunken hat oder sonstiges gemacht hat. Und dieses arme Vieh, die tat mir so leid. Das arme Vieh. Meine arme Katze tat mir so leid. Ja. Aber ansonsten krank ist sie noch nie in der ganzen Zeit. Die ist jetzt schon sieben Jahre alt. 8 Jahre ist jetzt geworden. Und ist noch nicht einmal krank geworden. Noch nicht ein einziges Mal, außer eben das eine Mal. So, soviel zu meiner Katze. Wir kriegen übrigens nichts Grünes. Wir kriegen nichts Grünes. Ich tue jetzt schon seit hier geraumer Zeit, 5 Minuten tue ich jetzt hier schon den besiegen, aber wir kriegen nichts Grünes. Wieder nichts Grünes. Das ist natürlich ärgerlich. Warum kommt hier nichts Grünes? Der Nächste! Da hilft das anscheinend doch nicht so wirklich. Ich habe mal das Mikrofon ein bisschen höher gemacht, dass ich mich mal ein bisschen anders hinsetzen kann. Da hilft die Gier ja doch gar nicht so extrem. Ach Mann. Nee, nichts. Gar nichts. Der Drache möchte uns einfach nichts geben. Ich finde es eine Frechheit, dass der Drache uns nichts gibt. Wieder nichts. Er möchte uns einfach nichts geben. Nebenbei raschelt das gerade mal ein bisschen. So, nochmal. Wieder nichts. Spielstand laden. Oh, jetzt hab's gemerkt. So, komm. Ins Jenseits mit euch. Gibt's nicht. Der will uns nichts Grünes geben. Er will uns einfach nichts Grünes geben. Es ist eine der absolute Frechheit. So, dann nochmal hier. Jetzt aber bitte was Grünes. Nee. Naja, ich will das jetzt aber auch nicht übelst lange in die Länge ziehen. Von daher, da lassen wir es dann am besten. Wenn jetzt überhaupt nichts Grünes kommt, dann lassen wir es. Dann will er uns einfach eben nichts geben. Ich mache jetzt noch dreimal. Wenn da nichts Grünes kommt, dann lassen wir es. Aber uns aber auch die gelben Gegenstände sind jetzt nichts Besonderes. Na gut, ich gebe die Verzeihung, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Vielleicht kommt es jetzt noch. Vielleicht kommt jetzt gleich 5 grüne Gegenstände auf einmal. Nichts. Gar nichts. Das ist. Ach Mann, Leute. Da kann man auch wirklich lange Zeit investieren. Ja, komm, noch ein letztes Mal und wenn nicht, dann tut es mir leid, lieber Drache. Dann hat er uns wenigstens einen Haufen Expert gegeben. Wir werden eh noch genug Möglichkeiten kriegen, an grüne Gegenstände zu kommen. Der Fährmann wartet. Legendäre Schuhe des Bären. Na, das nehmen wir das jetzt mit. So, Drache, du hast es erreicht. Wir wollen doch dir keinen grünen Gegenstand abschwatzen. Sind die Schuhe wenigstens ordentlich? Mit nicht mal einen. Das lasse ich nicht auf mich sitzen. Kommt, wir machen das jetzt noch einmal. Es darf doch nicht wahr sein. Noch dreimal jetzt. Das
So, jetzt aber wirklich noch dreimal. Das ist aber auch wieder nur Müll. Ein Schild und eine... Ich glaube, ein Speer war das gewesen. Wird ja dann auch für euch langweilig. Ah, so, das letzte Mal. Und da kriegt man bestimmt nur blaues Gelumps. So, jetzt bitte. Das war zu einfach. Na gut, ein Amulett haben wir auf jeden Fall bekommen. Und Schuhe, diesmal mit Geschwindigkeit 8. Ja, komm, die ziehen wir an. Und ein schönes Amulett. Hier haben wir noch einen gelben Ring, aber den haben wir ja vorhin abgelegt. Naja, lassen wir es jetzt so stehen. Was macht ihr hier oben? So, kommt mal her. Wir haben nämlich momentan noch einen Trank in Dus. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Da hochwärts. Jade-Ring brauche ich jetzt nicht. Und Angriff. Das lohnt kaum das Pulver. Wie, das lohnt kaum das Pulver. Meine Frames gehen gerade übelst ein. Das lohnt kaum das Pulver, aber meine Frames gehen übelst ein. Komm, mach ihn kaputt. Machen wir es ganz einfach so. So, glimmender Ring, geflammter Ring und den Rest lassen wir liegen. Mein Ziel ist nah. Ja, sind hier nochmal ganz viele Gegner? Nein, nur einer. Na gut, dann... Verzeihung, da ist es nicht schlimm. Ja, für meine Ahnen. So, warum hatte er die Attacke von der Seraphim gehabt? Das war doch ein... Ich komme. Nein, bitte nicht. Das war doch ein Dunkelelf gewesen. Der hat jetzt gerade diese Energieblitze oder wie auch immer gemacht, wo aus der Hand Blitze rausfliegen. Und das ist aber eigentlich eine Attacke von der Seraphim, so rum. Eigentlich. Frage ich mich, warum er das konnte. So, wir gehen mal hier hoch. Machen die mal noch, da kriegen wir nämlich ein Level ab. Oder auch nicht. Schwache Sog der Hölle, nee, nehmen wir jetzt mal nicht mit. Wir gehen jetzt einfach mal hier runterwärts. Und wieder nach Hause. So, na gut, da haben wir in den Folgen jetzt einiges erreicht. Vom Level her gucken wir dann gleich mal. Ich glaube 22 sind wir auf jeden Fall schon. Kommt jetzt hier gerade gar nichts mehr? Haben wir hier schon alles besiegt? Ja, sowieso. Also, wir sind ja eh schon mal lang gelaufen jetzt gerade eben. Bevor wir den Drachen gemacht haben. Aber das letzte Mal sind ja auch nochmal neue Gegner gespawnt. Sind wir gerade hier richtig? Scheint so. Naja, nicht schlimm. Ich möchte aber jetzt bitte gern noch ein Level up haben. Gegner. Gegner. Ich verziehe die Folge jetzt eh mal ein bisschen. Da haben wir doch einen, aber der wird nicht reichen. Gut, wir kriegen ja für die Quest eh noch ein bisschen Expert, wenn wir die jetzt abgeben. Ich glaube, da sind wir dann auch ein Level up. Vielleicht kommt ja hier noch ein, zwei Gegner. Wenn ich wüsste, wie wir hier rumkommen. Ich glaube, wir müssen hier außen rumlaufen. So, na, da haben wir doch einiges erreicht. Ich hätte mir gerne noch von den Drachen einen grünen Gegenstand gewünscht. Aber man hat ja gesehen, er wollte uns partout keinen grünen Gegenstand geben. Und doch, eins, zwei hat er uns ja gegeben, aber nicht für unsere Charakterklasse. Von daher lassen wir es gut sein. Aber wir haben zwei Drachen wieder getötet, haben einige Menge an Expert dazu bekommen, auch Level.
Und ja, hat sich doch gelohnt. Ein bisschen zumindest. So, wir könnten jetzt im Übrigen das gleiche Spiel wie vorhin schon mal machen. Indem wir jetzt einfach hier Spielstand speichern. Dann könnten wir jetzt hier und bekommen harter Schlag. So, wenn wir jetzt den Spielstand nochmal neu laden würden, könnten wir uns jetzt auch von dieser Person, auch bei anderen Gegenständen, also bei anderen im Quest geht das, könnten wir jetzt so lange warten, bis wir hier einen grünen Gegenstand bekommen würden. Und wir bekommen sogar einen. Für die Waldläuferin. Okay, dann machen wir das Ganze jetzt auch nochmal dreimal. Gut, fünfmal. Was ist, für wen ist das? Für die Waldläuferin. Hier kriegt man sogar öfters einen grünen Gegenstand, als bei, wenn wir jetzt den Drachen besiegen. So, einmal haben wir jetzt. Wir machen nur fünfmal. Zweimal. Und das ist für... Schwertkunde. Ne, wir haben kein Schwert. Und wir werden auch kein Schwert skillen. Werden wir nicht skillen. Dritte Mal. Ja, die Folge ist jetzt eh schon ein bisschen überzogen. Das ist ja nicht schlimm. Aber was für schöne Sachen wir hier aber auch bekommen. Jetzt hat mein Magen geknurrt, ob man das gehört hat. In der Spur sehe ich nichts. Ich sollte was essen. Lokis Krallen für Gladiator. Ey, hier kriegt man so oft grüne Gegenstände. Vielleicht lohnt es sich echt, dass wir hier doch nochmal ein bisschen warten. Dass wir wenigstens einen grünen Gegenstand für uns bekommen. Jetzt haben wir nichts bekommen. Level Up kriegt man sowieso. Ist ja auch eine anspruchsvolle Quest, sag ich mal. Wir müssen ja wirklich da zwei Drachen killen. Da will ich das auch erwarten, dass ich hier grüne Gegenstände bekomme. Da erwarte ich das einfach. Grüne Gegenstände. Ich will nur grüne Gegenstände hier haben. So. Das ist wieder nicht für uns. Das ist wieder für einen Gladiator. Er spielt schon Gladiator. Ich hatte auch einen 206er Gladiator, aber ich muss ehrlich sagen, er hat mir nicht so viel Spaß gemacht wie andere Charakterklassen. Na, einmal frei. Die nehmen wir. Die nehmen wir. Dann haben wir hier noch Wucht bekommen. So, wir haben echt viel geschafft in der Folge. Sehr viel. Was wir jetzt mal ganz schnell noch mitmachen, wir rüsten mal unsere Handschuhe aus. Wo ist denn hier der nächste Schmied? Da oben. Ne, das machen wir in der nächsten Folge. Ich rüste mal... Ich lege mal die Sachen hier rein. Das ist noch ein Amulett. Das können wir mal anlegen. Ich lege mal das alles hier, was jetzt gerade so ein bisschen wichtig ist, hier rein. Genau. Und in der nächsten Folge werden wir dann auf jeden Fall erstmal uns darum kümmern. Was greifst du da gerade an? Oder machst du das einfach nur... Achso, sie macht es nur, weil ich es auch mache. Okay. So, da sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, wir spielen Sacred 1. Dann werden wir auf jeden Fall erstmal unsere ganzen Gegenstände, die wir jetzt neu bekommen haben, erstmal eben mit Runen ausrüsten oder mit eben sonstigen Sachen. Was haben wir jetzt hier gerade? Nichts Besonderes. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Let's Play. Bei Fragen, Anregungen und sonstiges bitte in die Kommentare schreiben. Hier ist übrigens diese Riesenaxt, die ich meine mit zwei Dingern. Ja, da sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich sage, nein, okay, wir müssen noch hier was ganz schnell machen. So. Und wir machen jetzt mal noch die Konstitution mit dazu. So. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Let's Play. Und ich exportiere den noch. Ja, 25 sind wir geworden. Wow. So, jetzt aber. Tschüssi.